Es regnet auch nicht so ganz wenig, sondern so, dass man richtig schön nass wird. Die Lösung steht im Hintergrund, nämlich die Autos. Dürfen wir aber nicht nehmen, ne? Den haben wir gerade verpasst und jetzt müssen wir auf den erwarten. Er hat die ganze Zeit geweint und es war ihm kalt und es gefiel ihm nicht. Und ich habe schon so ein bisschen die Zeit im Nacken, weil ich dann irgendwann zu Hause sein muss, rechtzeitig die Kinder ins Bett bringen muss. Dass da so viel schief geht beim Bus- und Bahnfahren. Familie Mello aus Reppenstedt mit ihren 4 Kindern wagt für uns das Experiment. Sie wollen ohne Auto klarkommen. 2 Wochen lang. Die erste ist nun vorbei. Wenn wir dann erzählen, was wir machen, dann kommen reflexartig so sofort so Unterstützungsangebote. Wir geben dir unser Auto, ist gar kein Problem. Also sag einfach Bescheid. Das kriegt auch keiner. Wir fahren mit. Euch. Nee, ihr könnt einen Schlüssel haben. Wir haben ja 2. Also das ist ganz lustig. Total gut gemeint. Ist auch wieder gut zu spüren, dass man gute Freunde hat. Aber wollen wir ja gar nicht. Ne? Sagen wir dann auch. Aber ja, gut zu wissen, wenn mal was ist. Auch die Angebote, die ich jetzt bekommen habe. Wir haben jetzt einen Laternenumzug am Donnerstag. Und wir können kein Problem. Und wir nehmen die Kinder mit. Ist gar kein Problem. Dann kannst du zu Hause bleiben. Ist schon so, dass ich dann sage, nee, also das machen wir schon. Das kriegen wir schon hin. Also es ist auch wirklich nichts, was uns vor Probleme stellt. Aber das Umfeld reagiert oftmals so, oh Gott, wie schafft ihr denn das? Und das Gefühl habe ich noch nicht. Nicht aufgeben. Notizen aus dem Videotagebuch. Es war furchtbar, es ist saukalt. Ich glaube, das sind 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad, weiß ich nicht. Und es regnet echt aus allen Löchern. Es regnet auch nicht so ganz wenig, sondern so, dass man richtig schön nass wird. Die Lösung steht im Hintergrund, nämlich die Autos. Dürfen wir aber nicht nehmen, ne? Und, wie findet ihr das? Ehrliche Antwort. Auf der Rückfahrt klingt das schon anders. Was ist das Problem, Max? Nix. Was ist los? Nix. So, ich habe jetzt gerade Max von der Schule abgeholt und was soll man sagen? Er hat die ganze Zeit geweint und es war ihm kalt und es gefiel ihm nicht. Und ich will nicht sagen alle anderen Kinder, aber die meisten Kinder wurden tatsächlich mit Autos abgeholt. Und wie wäre es dann, wenn wir mit dem Auto gefahren wären? Noch besser? Aha. Heute fühlt sich es auch einfach nur scheiße an, aufs Auto zu verzichten. Also das Experiment abbrechen, zurück zum Auto, hätte Vorteile. Es ist bequem, ne? Also es ist Komfort, würde ich sagen. Und auch viel Freiheit, ne? Ja. Also wenn wir sonntags morgens überlegen, so, das ist halt unser einziger Tag, der uns als Familie wirklich komplett zur freien Verfügung steht, und wir überlegen, was machen wir heute, dann ist natürlich die Möglichkeiten sind einfach mehr. Ja, wenn wir wissen, wir haben da das Auto, wir müssen nur reinsteigen und losfahren. Und da sind wir halt auf keinen ÖPNV angewiesen, auf kein Carsharing-Modell, sondern wir steigen ein und fahren los. Und wir sind an den Zielen nicht limitiert. Das ist schon, ja, absolut Luxus, Komfort, Freiheit. Luxus, auch weil die meisten Autos die meiste Zeit nur ungenutzt herumstehen, über 23 Stunden am Tag. Durchschnittliche Fahrzeit pro Auto gerade mal 45 Minuten. Wie geht es unserer zweiten Familie, den Winklers mit ihren beiden kleinen Kindern? Sie lassen ihr Auto nun schon seit 6 Wochen komplett stehen. Sohn Oke war krank. Mutter Daniela musste mit ihm zum Kinderarzt. Aber die nächtliche Fahrt auf dem Lastenrad ist ihm gar nicht gut bekommen. Ein Rückfall. Das ist vielleicht ein Fehler? Kann es sein, dass es eben auch nicht so gut getan hat? Ja, denkt man schon so. Oder ich denke da schon drüber nach, ja, dass ich ihm da einfach viel zumute. Und in solchen Situationen ist das, finde ich, doch schon manchmal grenzwertig. Und dann ist ja auch die Frage, rufe ich jetzt Freunde an, die mich dann mit ihrem privaten Auto umherfahren, weil ich selber gerade den Luxus habe, das Auto nicht zu nehmen. Oder rufe ich ein Taxi, aber das funktioniert halt nicht in jeder Situation. Warum? Weil die Taxiunternehmen keine Kindersitze haben. Das wurde uns aber auch erst später klar. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem kleinen, fast einjährigen Sohn zum Kinderarzt will, dann funktioniert das halt nur bedingt oder ich muss den Kindersitz selber mitbringen. Genau. Es geht um die Frage, was ist in Notsituationen? Eben, wenn ein Kind krank ist, geht das ohne Auto?
Wäre Carsharing eine Alternative? Tobias Winkler checkt das Angebot. Also wir wohnen da und die nächsten Stationen sind in dem Bereich, wo die roten Punkte sind. Das ist ein ganz schönes Stück weg. Ja. Also Carsharing ist gedacht nur für die Stadt. Ja, es scheint so. Also schon so finde ich, dass man das Gefühl hat, man ist außen vor. Man wohnt zwar in Bielefeld auf dem Papier, aber wenn es dann um die Nutzung von diesen Mobilitätsangeboten geht, scheint man dann doch nicht mehr in Bielefeld zu wohnen. Das ist schon schade. Ist das noch zeitgemäß in einer Zeit, wo die Innenstädte so teuer geworden sind, dass Familien eigentlich da gar nicht mehr wohnen können, eigentlich gezwungen sind, auch ein bisschen ins Umland zu ziehen und dann aber plötzlich feststellen, wir haben hier gar kein angemessenes Angebot an öffentlichem Verkehr oder Carsharing oder anderen Mobilitätsmöglichkeiten? Also ich empfinde das nicht als zeitgemäß und würde auch sagen, das führt dann eher wieder dazu, dass man doch am Ende eigene Autos vor der Tür stehen hat und die Innenstädte damit zuparkt. Auf dem Land gibt es so gut wie kein Carsharing-Angebot. Nur 1% der Menschen haben hier eine Carsharing-Mitgliedschaft. In Metropolen dagegen sind es 14%. Morgens um 6:30. Bei den Winklers ist der Tag streng durchgetaktet. Tobias Winkler ist Lehrer für Chemie und Mathematik. Auch früher ist er schon mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Nun eben mit dem Lastenrad, um danach Futter für den Haushahn zu kaufen. Das heißt gleich neues holen? Ja, genau. Das ist das Ziel. Erstmal arbeiten und dann danach auf dem Rückweg. Mal schauen, wie das geht mit dem Lastenfahrrad. Das sind immerhin 50 Kilo Futter, die transportiert werden müssen. Wie lange bist du zur Schule morgens? Zur Schule, der Schulweg sind, das ist ungefähr 30 Minuten. Also tatsächlich ist das, finde ich, eher so ein bisschen Freizeit. Eine halbe Stunde auf dem Fahrrad fahren, als mit dem Auto durch den Verkehr sich zu kämpfen, dann ist man mit dem Fahrrad tatsächlich meistens sogar schneller. 10 Kilometer lang ist der Weg zur Schule. Kommen eigentlich viele Lehrer mit dem Fahrrad oder bist du der Einzige, der hier mit dem Fahrrad den längeren Weg hat? Ja, sind das schon. Also schon die Mehrzahl, die mit dem Auto kommt. Aber so ein paar gibt's auf jeden Fall. Ist man also klar in der Minderheit, wenn man hier der Fahrradfahrer ist? Ein bisschen schon, ja. Nach der Schule geht's aufs Land, um das Hühnerfutter zu besorgen. Eine Premiere. Das wird jetzt heute spannend. Sonst habe ich das bisher immer mit dem Auto gemacht. Kind und Einkaufen ist ja leichter, oder? Ja, ich würde schon sagen. Darf ich Ihnen das geben? 20 Kilo pro Sack. Viel Gewicht für das zweirädrige Lastenrad. So, geht das? Ja, danke. Es ist zumindest für das Gewicht zugelassen. Also da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen, dass es auseinanderfällt. Aber das merkt man schon dann. Ja, das macht auch Spaß tatsächlich so, vor sich hin zu strampeln und die Ruhe für sich selbst auf dem Fahrrad zu genießen. Das ist einfach so, wenn man in der Schule wie ich arbeite, dann ist da immer viel los. Und wenn man nach Hause kommt zu seiner Familie mit kleinen Kindern, dann ist da wieder viel los. Und dann ist diese Zeit auf dem Fahrrad wirklich auch so ein bisschen Entspannung. Und wie war's? Ja, hier ist ein bisschen nass gerade gegen Ende. Aber ansonsten gut. Also besser, als ich dachte mit dem Gewicht. Und mit dem Wetter? Ja, das war jetzt so gegen Ende ein bisschen anstrengend, fand ich, dass es so ein bisschen regnerisch nieselig wurde. Aber das Gewicht fand ich jetzt so tatsächlich wirklich während der Fahrt überhaupt nicht störend. Man merkt so ein bisschen, wenn man natürlich an der Ampel oder so den Fuß runterstellt, absteigt und wieder aufsteigt, dass man dann so ein bisschen mehr halten muss. Wenn das Experiment vorbei ist und du wieder ein Auto zur Verfügung hast, so, würdest du beim nächsten Mal wieder oder würdest du mit dem Auto fahren? Das ist ja jetzt so eine ganz große Frage. Was macht man generell dann nach diesem Experiment? Wie geht das weiter? Und momentan habe ich zumindest auf jeden Fall schon mal das Ziel, wirklich so viel wie möglich Sachen weiterhin mit dem Fahrrad zu machen.
Tüte ist offen. Oh, was ist passiert? Eine Tüte ist offen. Ist hier im Fahrrad drin. Das ist natürlich jetzt wirklich nicht cool. Ich glaube, ich lasse es mal lieber drin, ne? Aufrieseln. Rauszuholen und dann wird hier geschaufelt gleich, glaube ich. In der Zwischenzeit bei Familie Mello in Reppenstedt. 7. Tag ohne Auto. Luisa kommt von der Schule. Hat sie das Auto bisher vermisst? Nö. Also für dich alles gar kein Problem? Für mich nicht. Für wen dann? Für meine Eltern. Okay, dann reden wir mal über Samstag Fußballtraining. Komm ich nicht mit. Warum kommst du nicht mit? Ich mag lange Fahrradstrecken nicht und ich mag es nicht, Max zum Fußball zu bringen. Nee, rede mal ganz normal bitte. Warum magst du keine lange Fahrradstrecke? Ist so. Wir sind doch mal. Weil danach die Beine wehtun. Warum fährt er nicht mehr? Das ist mein Alter. Nee, Luisa, vielleicht hatten ja meine Beine am Samstag, am Sonntag auch weh und deswegen habe ich auch gemurmelt. Okay. Der Alltag, Schule, Mittagessen, Hausaufgaben, Spielen, ohne Auto, kein Problem. Heute Abend geht es zum Martinsfest, zu Fuß. Dort treffen die Mellos eine Nachbarin. Ein Leben komplett ohne Auto? Wie findet sie das? Wir fahren auch so wenig wie möglich mit dem Auto. Aber ich finde, das ist auch eine große Herausforderung, wenn man auf dem Dorf wohnt und 4 Kinder hat, die man ja dann doch hier und da mal hinbringen muss. Malte konnte das ja am Montag mit dem Lastenrad machen, weil das Antrieb hat und weil Luisa sich da reinsetzen kann. Aber Luisa hätte es auf gar keinen Fall gemacht, jetzt bei dem Wetter, kalt, keine Ahnung, vielleicht noch Regen, auf ihr Fahrrad zu steigen und dahin zu fahren. Das hätte sie nicht gemacht. Keine Chance. Auch fürs Reiten nicht. Es war aber auch grenzwertig, ne? War schon eine Erfahrung, die grenzwertig war. Gerade der Rückweg, so gegen 18 Uhr, ist halt stockfinstere Nacht. Und der Weg vom Reiten nach Hause ist halt nicht komplett beleuchtet. Also wir sind wirklich durch komplett finstere Nacht gefahren. Und das geht halt mit dem Lastenrad gerade so, aber auch nicht mit dem allerbesten Gefühl. Und auch nicht so gut fürs Fahrrad. Das war schon, da waren fiese Schlaglöcher und so. Also es war schon sehr grenzwertig. Die Leute. Wieder Wochenende und Fußballtraining von Max. Wieder geht's mit dem Fahrrad hin und alle Kinder müssen mit. Das ist der ganz normale Stress. Der wäre genauso stressig, wenn wir jetzt ganz normal mit dem Auto los müssten. Wir fahren einfach nur deutlich früher los. Also das ist jetzt das, was so ein bisschen... Wie viel früher? Über eine halbe Stunde. Aber die Reifen vom Anhänger sind platt. Lieber aufpumpen oder doch schnell ins Auto steigen? Naja, da wir ja das Auto nicht nutzen dürfen, müsste ich dann ein Training absagen, weil das schaffen wir nicht mehr da. Also das, dann gehen wir nach drinnen und essen Kekse. Der Weg zum Fußballtraining im Nachbarort ist 6 Kilometer lang. Mit dem Auto dauert es 5 Minuten, jetzt mit dem Fahrrad 4-mal so lang. Dort angekommen, trifft Jenny Mello eine Freundin. Auch sie hat eine Weile aufs Auto verzichtet. Lange durchgehalten hat sie aber nicht. Nachts wird es ja auch nicht gehen, wenn man da einen Notfall hat oder so. 3 Tage habe ich mitgemacht und bin nur mit dem Fahrrad gefahren. Hat super geklappt, das Wetter hat mitgespielt, da hat Spaß gemacht. Am 4. Tag haben wir es dann nicht mehr geschafft, weil wir zum Kinderturnen gefahren sind. Das war so spät und ich wollte, dass mein Kleiner, der jetzt 2 ist, einschläft auf dem Fahrrad und mir dann abends nicht einschläft. Deswegen bin ich dann mit dem Auto gefahren. Ja, wir wohnen noch ein Dorf weiter als Jenny und Malte. Bisschen kleineres Dorf mit dem Bus und so. Wir haben gar keinen Anschluss an das Busnetz. Dann habe ich das Auto genommen. Keine Ausnahme. Vor allem auf dem Land. Nur 40% der Bewohner können hier öfter als 2-mal pro Stunde auf Bus und Bahn zugreifen. Dagegen gilt das für 80% der Stadtbewohner. Zurück in Bielefeld. Tobias Winkler will heute mit Tochter Froh in die Bücherei in der Stadt. Mit dem Bus. Guckst du gerade, wann der Bus kommt? Ich guck gerade, wann der Bus kommt. Genau das ist der Plan. Wolltest du nur fragen? Mit dem Auto würden sie 20 Minuten brauchen, plus Parkplatzsuche.
Mit dem Bus mal schauen. Aber ist nicht schlimm, wenn wir einen Bus verpasst haben. Ja, wir müssen nur einen kleinen Moment warten. Und tatsächlich, kurz vor der Ankunft an der Bushaltestelle, fährt ihnen der Bus vor der Nase weg. Komm, wir gucken nochmal hier am Plan. Guck mal, da. Den haben wir gerade verpasst und müssen auf den noch warten. Den nächsten. Ja. Wartezeit eine halbe Stunde. Apfel, Kokos, Mais. Ist das ein angemessener Takt alle halbe Stunde? Ich finde nicht. Also gerade da ist ja wirklich auch, es sind jetzt irgendwie vier Haltestellen bis zur Endhaltestelle der Straßenbahn. Also man ist wirklich noch sehr nah an der Straßenbahn dran. Da würde ich mir irgendwie schon eine Taktung wünschen, die irgendwie der Straßenbahn nahe kommt. Und das ist hier nicht der Fall? Ja, nein, überhaupt gar nicht. Vorsichtsstufe und dann kannst du einmal dein Geld dahin geben, okay? Annehmen, Mann. Soll ich dir das Ticket geben? Bitteschön. Dann kannst du einmal dir einen Platz suchen. Guck mal, hier auf der Seite. Guck mal, hier ist richtig viel Platz. Und ihr seid schon 40 Minuten unterwegs und seid quasi noch kaum vom Fleck gekommen, ne? Genau, das ist ein bisschen frustrierend tatsächlich. Wenn man dann schon den ersten Bus nicht kriegt und der nächste Bus dann so viel Verspätung hat, dass man vielleicht die Straßenbahn nicht kriegt und dann wieder warten muss, das nervt dann schon. Wie lange wäre die ganze Strecke mit dem Fahrrad oder mit dem Auto normalerweise? Sowas, ne? Mit dem Fahrrad wäre die Strecke, glaube ich, 25 Minuten gewesen, die ganze Strecke. Und mit dem Auto? Und mit dem Auto würde ich schätzen 20 Minuten. 6,20 Euro kostet die Fahrt hin und zurück. Genau. Für einmal in die Bibliothek Bücher holen, ja. Lohnt sich sowas? Ist das ein fairer Preis? Ich finde das schon ganz schön heftig, wenn man sich das so bewusst macht. Also ich glaube, dann wirkt das Auto erstmal wieder als günstige Alternative, inklusive Parken. Wirklich günstiger? Meistens werden beim Auto nur die Benzinkosten gerechnet. Aber da kommt noch einiges hinzu. Versicherung, Steuern, Anschaffung und Wertverlust, Wartung, Parken, Mitgliedschaften, Reparaturen. Zusammen kostet ein Auto je nach Klasse monatlich zwischen 350 und 950 Euro. Okay. Und jetzt geht's zum Umsteigen. Aber wieder zu spät. Da kann man in der Straßenbahn gerade noch winken. Die ist gerade losgefahren. Also wieder warten. Dann zwei Stationen mit der Straßenbahn. Halb fünf sind wir losgegangen, sind schon fast anderthalb Stunden. Ja, Wahnsinn, ne? Für einmal in die Bibliothek gehen und das ist schon eine halbe Weltreise, ne? Das ist schon eine Tagesaufgabe. Ist das irgendwie ein bisschen nervig, wenn man überlegt, dass man dann auch wieder zurück muss? So, denkst du jetzt schon an Rückweg? Ja, tatsächlich schon. Ich habe schon so ein bisschen die Zeit im Nacken, weil ich dann irgendwann zu Hause sein muss, rechtzeitig die Kinder ins Bett bringen muss. Und natürlich meine Frau heute Abend auch noch einen Termin hat. Das heißt, irgendwie ist man dann schon wieder gehetzt. Und wie glaubst du das für die Kids? Wir fahren auch wieder mit der Straßenbahn, genau. Ja, und mit Bus. Ja. Mit beiden nach Hause. Mit beiden, genau. Mit beiden nach Hause. Mit beiden, genau. Hin- und Rückweg dauern am Ende über 2,5 Stunden. 5-mal so lange wie mit dem Auto. Zu Hause wartet Daniela Duckewitz schon seit einer Stunde. Dicke Luft. Gerade so geschafft, oder? Ja, eher so ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Okay. Ja? Ja, mach. Zu spät gekommen, oder? Ja. Wir haben einen Bus verpasst und dann noch die Straßenbahn. Dann musst du jetzt auch groß warten? 2,5 Stunden jetzt irgendwie für so einen kurzen Bibliotheksbesuch? Das ist lang. Moin.
Ja. Jetzt stress ich schnell los, oder was? Ja, jetzt stress ich schnell los, genau. Und tatsächlich hatten wir eigentlich ganz gut Puffer eingeplant, ne? Also so eine Stunde hat jetzt niemand gedacht, dass da so viel schief geht beim Bus- und Bahnfahren. Öffentliche Verkehrsmittel? Für die Winklers keine gute Alternative. Wie wird es bei ihnen weitergehen? Im nächsten Film zeigen wir, wie die Deutsche Bahn einen Urlaub mit dem Lastenrad unmöglich macht. Mitnahme ist ausgeschlossen. Ja, das ist schade. Gibt es eine andere Möglichkeit, das irgendwie zu transportieren? Nein, tut mir leid. Okay. Ja gut, dann danke für Ihre Recherche. Fällt der Urlaub bei den Winklers also flach? Die Mellos in Reppenstedt werden einen Ausflug nach Hamburg machen. Erst Bus, dann Zug, dann U-Bahn, dann Fähre. Doch der Ausflug droht zur Odyssee zu werden. Ganz hoch läuft, sind wir, haben wir in Lüneburg eine Stunde Wartezeit, bis der Bus nach Reppenstedt kommt. All das in der nächsten Folge ohne Automobil.